Klettern direkt am Wasser. Hier ist die neue Boulderhalle am 30. Januar 2016 am Telegrafenweg 21 eröffnet worden. Klettern in Spandau unter dem Motto Bouldern, Klettern für Coole. Spandau, Cliffhanger sorgen dafür, dass es eine neue Attraktion hier in Spandau gibt. Ich freue mich ganz besonders, dass heute die Boulderhalle hier auf den Havelwerken eröffnet wird. Ich bin stolz, dass wirklich Spandau immer hipper wird. Herr Röding hat da schon recht gehabt. Und insofern bin ich begeistert, dass Sie heute hier eröffnen. Wir glauben, dass die Freude ganz auf unserer Seite liegt. Denn die Havelwerke sind der ideale Standort für unsere Kletterhalle hier in Spandau. Wir haben quasi ein Viertel von Berlin für uns. Und die Spandauer und die Charlottenburger können zu uns klettern kommen. Wir hoffen, dass viele Schulen von dem Angebot Gebrauch machen. Besonders vor dem Hintergrund, dass ja viele Turnhallen zurzeit mit Flüchtlingen belegt sind und der reguläre Schulsport so in vielen Fällen gar nicht stattfinden kann. Und hier ist ein neuer Ort entstanden, wo man Sport machen kann, wo man sich wohlfühlen kann. Wir freuen uns sehr, dass das alles so geklappt hat. Aber Dennis kann richtig gut, damit er einfach ruhig ist. Macht er einfach so. Wie ein Chamäleon. Okay, merkt er, kommt nicht ran, auch wieder zurück. Dann macht er wieder hin. Und wir sagen, okay, jetzt hängt schon viel, das ist keine Kraft. Wir sind hier am U-Bahnhof Zitadelle, beziehungsweise am U-Bahnhof Haselhorst, genau dazwischen. Und wir eröffnen heute am 30.01. und haben dann 365 Tage im Jahr geöffnet von 10 bis 23 Uhr.